Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe von 360. Tja, und während draußen so richtig schön der Sommer sich langsam mal austobt, wird es hier drin heute nicht minder heiß, denn es stehen ein paar richtig coole Rennspiele für dieses Weihnachtsgeschäft an. Und ein paar davon habe ich mir heute mal gesichert, um mal zu gucken, was taugt denn eigentlich was, beziehungsweise wie viel und wo lohnt es sich, ein Auge drauf zu bewahren. Und es geht los mit einem Rennspiel, was auch heute so ein bisschen das Spiel der Sendung ist, neben ein paar anderen. Das nennt sich Flat Out Ultimate Carnage. Das ist so ein Spiel, was das Rennen, sagen wir mal, nicht ganz so bierernst nimmt. Es ist ein bisschen mehr so, ja, Burnout-inspiriert, sagen wir mal so. Denn da ist Chaos mindestens genauso wichtig und vor allem spaßig wie cooles Rennen. Das ist eine Serie, die mittlerweile schon ein paar Jahre, sagen wir mal, auf dem Buckel hat. Es gab schon 2 Episoden und die sind auch schon für die Xbox rausgekommen. Um das Gedächtnis von einigen von euch, die vielleicht noch nicht so lange 360-Besitzer oder überhaupt Xbox-Fans sind, ein bisschen aufzufrischen, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal einen kleinen Trailer von Flat Out 1 an. Das kam 2004 für die Xbox, wurde ziemlich mit Lob überschüttet und sah auch für damalige Verhältnisse schon ganz gut aus. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gucken wir es uns einfach mal gemeinsam an. Das war damals quasi so der allererste Trailer, der einen so ein bisschen eingestimmt hat auf das Ganze. Entwickelt wurde und wird das Ganze immer noch von Bugbear Entertainment. Und ich glaube, in diesem ersten Trailer hat man schon ganz gut gesehen, worum es eigentlich geht. Es geht um coole Karren, es geht um jede Menge Geramme. Es geht um diese coolen Dummies, diese Crash-Test-Dummies, die da physikalisch korrekt durch die Gegend geschleudert werden und die auch in einigen Minispielen einen sehr prominenten Einsatz haben. Und vor allem geht es um ein sehr, sehr geiles Schadensmodell. Das war dann auch 2 Jahre später nicht anders, denn da kam unter anderem auch für die Xbox Flat Out 2 in die Läden. Und das war eigentlich nicht minder schlecht, man kann sogar sagen, es war besser, denn da haben die Jungs alles so ein bisschen aufgebohrt, mehr Spielmodi, mehr Strecken, bessere Optik. 2006 ist das Ganze rausgekommen, mittlerweile allerdings immer noch ganz, relativ teuer, würde ich sagen. Der erste Teil ist relativ günstig zu haben und ist dank Abwärtskompatibilität auch auf der 360 zu zocken. Ich glaube, Flat Out 2 ist zumindest noch nicht in der offiziellen Liste der abwärtskompatiblen Spiele. Nichtsdestotrotz will ich euch ein paar bewegte Bilder nicht vorenthalten von Flat Out 2. Hier sind sie. Thank you.
nach Flatout 1 folgt Flatout 2 und jetzt kommt nicht Flatout 3, sondern Ultimate Carnage. Und dass nicht Flatout 3 in dem Titel steht, das hat vielleicht auch den einfachen Grund, dass es sich bei Flatout Carnage nicht wirklich um ein richtiges Sequel, also um eine waschechte Fortsetzung handelt. Es ist mehr so eine Art gepimpte Version von Flatout 2. Dazu aber später mehr. Tja, und nach so viel Spaß wird es ein bisschen Zeit für ein, naja, etwas ernsteres Thema. Ihr wisst ja, die Xbox 360 Elite, die ist schon seit längerer Zeit angekündigt, ist seit einiger Zeit auch in Amerika erhältlich. Und im Rahmen der E3 hat Microsoft bekannt gegeben, wann das gute Stück denn endlich dann auch bei uns erhältlich sein wird. Es ist am 24. August, soweit für alle, die es noch nicht wissen, das ist quasi auch eine aufgepimpte Version der 360 mit 120 GB Festplatte. Sie kommt im schicken Schwarz daher, hat einen HDMI-Ausgang und ist im Prinzip ready für Video on Demand. Das heißt, ihr könnt euch dann Videos online leihen, auf eurer Platte ablegen und auch Videos kaufen. Das Ganze ist in Amerika schon extrem erfolgreich und Microsoft hat gesagt, das Ganze wird bis Ende des Jahres auch in Europa an den Start gehen. Soweit, so gut. Was nicht bekannt ist, und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, das ist der Preis. Zumindest für Deutschland ist der noch nicht bekannt. Man kann natürlich jetzt Mutmaßungen anstellen, denn in UK, da wurde der Preis schon ungefähr bekannt gegeben und der pendelt sich so umgerechnet bei 480 Euro ein. Und das ist natürlich eine ganze Menge Holz, finde ich zumindest, für das, was das Ganze gibt. Die 120 GB Festplatte, die zumindest kann man sich auch extra kaufen, die schlägt dann mit 135 Euro, glaube ich, zu Buche. Aber wie gesagt, es bleibt erstmal abzuwarten, was das Ganze bei uns kosten wird. Ich tippe jetzt mal so 499 Euro. Klingt für mich realistisch, auch in Abgrenzung zum Premium bzw. zum Core-Set der 360. Und jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was haltet denn ihr eigentlich davon? Sagt ihr, die Elite ist ein super geiles Ding, das ich auf jeden Fall brauche, auch wenn ich schon eine habe? Oder seid ihr vielleicht potenzielle Neukunden und sagt, jetzt stehe ich davor, soll ich mir die Core-Edition kaufen, soll ich mir die Premium-Edition kaufen oder vielleicht die Elite? Aber bringt die wirklich das mehr, was ich denn auch haben möchte? Seid ihr im Prinzip vielleicht enttäuscht von dem ganzen Paket, weil es euch einfach nicht weit genug geht oder nicht genug fürs Geld bietet? Das würde mich wahnsinnig interessieren, denn ich selber gehe halt so ein bisschen mit gemischten Gefühlen dran. Ich finde es von der Idee her sehr cool. Wenn sich das Ganze aber bei so 500 Euro ungefähr einpendelt, dann ist es mit dem Preisunterschied zur PlayStation 3 natürlich nicht mehr ganz so weit her. Und der war für mich zumindest bisher immer so ein bisschen einer der Gründe zu sagen, ja, kauft euch auf jeden Fall eine 360. Vielleicht seht ihr das Ganze natürlich ganz anders und sagt, wow, das ist das geilste Stück Hardware, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Postet mir bzw. schickt mir bitte eure Meinung, alles was mit der Elite zu tun hat, an 360@giga.de. Ich bin sehr gespannt, was ihr so zu sagen habt. Aber bevor es jetzt gleich dann mit Flatout, Ultimate Carnage endlich richtig abgeht und auch mit einem ausgesprochen kompetenten und sympathischen Gast an meiner Seite, gebe ich nochmal ganz kurz ab in die Werbung und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe heute für euch natürlich nicht nur Flatout Ultimate Carnage, sondern auch sonst noch ein paar sehr, sehr interessante Neuigkeiten aus der Welt 360. Die sogenannten News kommen jetzt. Und da geht es heute los mit einer Neuankündigung, die mich persönlich eigentlich ziemlich freut. Und sie stammt aus dem Hause Rockstar. Die haben nämlich angekündigt, ein bislang PlayStation 2-exklusives Spiel namens Carnis Canem Edit auch für die 360 und für die Wii umzusetzen. Dabei handelt es sich um so eine Art, wie soll man sagen, GTA Light trifft es vielleicht einigermaßen gut, denn ihr schlüpft in die Rolle eines Schülers namens Jimmy Hopkins, der ist 15 Jahre
und schlägt sich auf der fiktiven Bullworth Academy in Neuengland rum. Es ist quasi so eine Art Schulsimulator und da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was da passiert. Von Lehrer ärgern, Hausaufgaben machen, Mitschüler um Milchgeld erpressen, wird das ganze Programm abgefeuert. Das Ganze klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen heikel, so wenn man an GTA und Rockstar denkt, ist es aber nicht. Es ist wirklich ein sehr, sehr witziges Spiel gewesen, zumindest wenn man den Reviews Glauben schenken darf, denn ich selber habe es noch nie angezockt, habe aber von vielen Freunden und Kollegen gehört, dass es wirklich sehr, sehr geil wäre. Ist aber leider ein typischer Fall von den Spielen, die ganz oben auf meine Liste kommen, aber bisher noch nicht abgearbeitet werden konnten. Natürlich soll die Technik richtig cool überarbeitet werden und es soll auch neue Spielinhalte geben. Allerdings wird sich das Grund-Gameplay und damit wahrscheinlich auch der Hauptstory-Ablauf sehr, sehr, sehr an der PlayStation 2-Version orientieren, was aber nicht schlimm ist, denn es war ein sehr, sehr schönes Spiel. In diesem Winter soll es kommen und es wird dann bei uns auf den wunderbaren Namen Bully Scholarship Edition hören. Weiter geht's mit einer Nachricht, die mich nicht ganz so sehr freut, denn ich war immer ein großer Fan von der Veranstaltung. Nicht nur die E3 ist dieses Jahr ein bisschen eingekürzt, auch X07 wird es dieses Jahr in der Form nicht geben. Für alle, die es nicht wissen, Microsoft hat ja seit 2002, glaube ich, jährlich Veranstaltungen, auf denen sie quasi Entwicklerprominenz lädt und da wird vorgestellt, was es an coolen Spielen alles so gibt in den nächsten Jahren. Das ist quasi so eine Microsoft-hauseigene coole Messe. Und die ist in der Vergangenheit auch gar nicht so unwichtig gewesen. Da wurde zum Beispiel 2002 angekündigt, dass Rare übernommen wird von Microsoft. 2006 ging es dann um die Kooperation mit Peter Jackson, dem Herr-der-Ringe-Regisseur. Also schon eine Sache, die es wirklich in sich hat und wo auch wirklich in aller Welt die Leute angereist sind. In Europa wird das Ganze dieses Jahr leider, leider ausfallen. Eine offizielle Begründung dazu liegt leider nicht vor, aber es wurde zumindest angedeutet, dass es Alternativveranstaltungen geben soll, sodass die Gaming-Welt der 360 nicht ganz leer ausgeht. In England wird das definitiv auch der Fall sein. Da haben sie schon gesagt, es wird eine eigene Veranstaltung geben, aber eben nur für das Vereinigte Königreich, für uns leider nicht. Wir hoffen, dass es da natürlich in den nächsten Wochen auch eine Ankündigung gibt, dass wir in Deutschland auch eine geile kleine Veranstaltung im Rahmen der X07 quasi bekommen. Ja, und eine weitere Nachricht habe ich noch, die mit Verlassen zu tun hat und mit dem Namen Peter Moore. Peter Moore, der ist so die letzten Jahre der oberste Guru, wenn es um die Microsoft Game Studios gewesen. Und der gute Mann verlässt jetzt leider Microsoft. Er hat dafür familiäre Gründe genannt. Er sagt, er möchte mit seiner Familie zurück nach Nordkalifornien ziehen. Und es ist quasi kein böses Blut oder irgendwas geflossen. Was ich auch nicht glaube, denn Peter Moore hat für Microsoft eigentlich schon einiges getan und auch vor allem für die Position der Xbox bzw. der 360. Er geht jetzt übrigens zu Electronic Arts und kümmert sich da vorrangig um das Sportportfolio. Er wird uns also noch ein bisschen erhalten bleiben. Sega-Fans kennen ihn vielleicht noch von früher. Da hat er in Amerika unter anderem den Dreamcast-Launch bzw. die Dreamcast als Konsole begleitet. Peter, mach's gut. War schön mit dir und wir hören uns bestimmt bald wieder. Sein Nachfolger bei Microsoft ist allerdings schon benannt. Das ist der gute Don Matrick. Und wie soll es anders sein? Der war vorher Vorsteher der Electronic Arts Spielestudios. Insofern ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Don Matrick sich da so einfügt. Und ich bin auch sehr gespannt, was wir sonst noch für News haben. Bitteschön. NBA Live 2008. Trailer zeigt schnittige Finden. Alle Jahre wieder beschert uns Electronic Arts mit Spiele-Updates zu sozusagen sämtlichen Sportarten dieser Erde. Logisch, dass da auch die NBA Live-Reihe eine frische Version spendiert bekommt. Dieses Mal fokussieren sich die Entwickler besonders auf das Trickrepertoire der einzelnen Athleten. Neben den bereits ausführlich vorgestellten Go-To-Moves nutzen richtig gute Digi-Sportler ein großes Arsenal an Manövern, um die Defensivspieler zu überwinden. Ein cooler Trailer zeigt, wie das in der Praxis aussieht. NBA Live 2008 ist ab dem 2. Oktober erhältlich. Guitar Hero 2, viertes Songpaket erschienen. Publisher Activision hat vor wenigen Tagen ein neues Songpaket zu Guitar Hero 2 veröffentlicht. Mit Smoke on the Water von Deep Purple und weiteren Songs von The Ramones und Judas Priest finden sich wahre Rocklegenden im Paket. Jedoch wird der eingefleischte Fan der Serie feststellen, dass die Songs schon in Guitar Hero 1 zur Setlist gehörten. Ganz wie die früheren Lieder-Downloads auch. Für Neueinsteiger lohnt sich der Kauf der 500 Punkte teuren Rockerweiterung aber allemal. Als ich gefragt habe in der Redaktion vor wenigen Tagen, Mensch, ich mache Flatout Ultimate Carnage, wer hätte denn Lust, mich dazu begleiten? Da hat eine Person ganz, ganz laut aufgeschrien und das ist der gute Maxi Stettenbauer, der jetzt hier neben mir sitzt, denn du bist schon so ein bisschen ein ziemlicher Flatout-Fan, oder? Was heißt Flatout? Ja, ich bin's. Ich will nicht komplett umsonst hier sitzen, ja, ich bin Flatout-Fan, weil es für die PCler
damals, als Flatouts 1 rauskam, war es ein Überraschungshit. Kein Mensch wusste genau, was ist jetzt Flatout. Da hat man es gespielt und denkt sich, boah, geil, das geht ja voll ab. Man muss halt sagen, also ich ziehe da immer diesen Vergleich, Flatout ist quasi das Burnout für den PC. Mhm. Also jeder PCler, der Burnout geil fand, aber aus Prinzip keine Konsole kaufen wollte, hat halt dann Flatout gespielt. Und das war, ich habe beide gespielt. Ich persönlich finde Burnout trotzdem noch ein bisschen besser, mhm. aber Flatout 2 kommt den ganzen schon verdammt nah dran. Das ist halt ein völlig unterschiedlicher Style. Da geht's noch ein bisschen mehr ja, um Rempeln eigentlich, ne? Ich meine, Burnout ist ja immer so extrem Highspeed. Natürlich auch viel Rempeln und Action in Revenge. Soll sich ja, glaube ich, im neuen Teil wieder so ein bisschen ändern. Aber in Flatout, da ist ja quasi die Belohnung groß, wenn man die ganze Zeit auch Crash-Leute von der Strecke kaputt macht. Und vor allem diese Party-Minispiele. Ja, das ist also ja so ein Faktor, der, glaube ich, nicht ganz unwesentlich ist für den Erfolg der Serie. Flatout ist definitiv verrückter als Burnout. Also du hast erstens diesen Party-Modus, den wir uns später angucken werden. Und du hast erstmal viel größere Autos, die viel verbrauchter aussehen als zum Beispiel in Burnout. In Burnout hast du halt diese schnittigen, coolen Modelle, die halt stylisch und einfach geil aussehen, wo du dir als Autolieber denkst, Mensch, so eine Kiste will ich mal haben. Und in Burnout hast du halt wirklich richtige, schmutzige Autos auch zum Teil. Also die, du merkst, mit diesen Autos wurden schon 1000 Rallye-Rennen gefahren und so. Also da wird viel, dieser Grunge, sag ich jetzt mal, dieser Grunge-Style ist bei Flatout wesentlich ausgeprägter als bei Burnout, wo ja die Straßen aussehen wie geleckt, ja, und wo die Autos auch blitzen und alles. Das ist bei Flatout ein bisschen anders und auch cool, muss ich sagen. Finde ich auf jeden Fall auch. Sind vor allem eher so Karren, die man, wo du schon sagst, die will man nicht unbedingt haben. Ne? Die sehen halt einfach stylisch trotzdem auf ihre Art cool aus, finde ich. Gucken wir doch mal ganz kurz rein, denn Flatout Carnage läuft jetzt gerade im Hintergrund, da sieht man schon eine Karre. Ich habe einen kleinen Karrieremodus mal gestartet und das ist momentan mein Bolide, der gute in der Malice-Klasse fahrende. Hallo. Und hier gibt es natürlich auch kleine Tuning-Möglichkeiten und natürlich auch die Möglichkeit, zum Autohändler zu gehen. In den verschiedenen Klassen. Es gibt die drei Hauptmodi, Derby, Rennen und Straßen und dementsprechend ändern sich auch die Autos. Die habe ich noch nicht freigeschaltet, aber wir gucken mal, was es so beim Derby-Autohändler zum Beispiel alles gibt. Na, dauert mal ein bisschen mit dem Nachladen. Ja, und da sieht man es schon ganz gut, ne? Die Dinger sind, kann man auch so ein bisschen drehen mit dem rechten Analogstick. Ja, das ist echt so Karren, da tut es einem nicht so wahnsinnig leid, wenn man damit mal in die Mauer fährt. Das ist aber auch in der Derby-Klasse so der Fall. Also wenn du dann aber in die Street-Klasse, also in die Straßenklasse aufsteigst, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Also die sehen dann schon, zivilisierter aus. Das kann man so was sagen, zum Beispiel. Ja, das geht schon mehr in die Richtung Burnout. Aber die dürfen genauso kaputt gemacht werden, wie natürlich die normalen. Genau, das ist das Schöne daran. Aber damit natürlich nicht genug. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Dinger aufzupimpen und aufzutunen. Und das ist absolut wichtig, denn ich finde das Spiel ganz schön schwer, gerade am Anfang. Ja, natürlich. Also auch, was man sagen muss, Flatout hat ja bei vielen Leuten nicht unbedingt den positiven Anklang gefunden, weil es erstens eine sehr, sehr gute, realistische Fahrphysik hat. Also es ist sehr, sehr... ich kaufe dem Spiel ab, jawohl, so fühlt es sich an, wie wenn ich mit so einem Kahn durch die Rallye-Strecken düsen will, Offroad-Strecken. Das kaufe ich dem Spiel ab, weil die Fahrphysik das gut vermittelt. Die Fahrphysik macht es aber auch gleichzeitig schwer, weil die Kurvenlage ist bei jedem Auto anders und ich zum Beispiel, mein allererster Flatout 2-Versuch, als ich vor ein paar Tagen das bei Games im PC-Bereich gespielt habe mit Dennis zusammen und wo wir das Studio voll hatten mit Praktikanten, die mit uns gezockt haben, ich habe natürlich sofort das schnellste Auto genommen, was vollkommen falsch war, weil das schnellste Auto ist am schwersten zu handeln natürlich auch. Und du musst immer darauf achten, wie ist das Kräfteverhältnis auf der Strecke. Und deswegen ist tricky die Sache. Also da musst du dich einarbeiten. Das ist nicht so arcade-lastig wie Burnout zum Beispiel. Vor allem, wie es vielleicht aussieht auf den ersten Blick. Und ich kann mir auch vorstellen, dass durch deine Lobeshymne nicht zuletzt, weil es ist wirklich ein cooles Spiel ist, jetzt einige von euch wahnsinnig heiß sind, wie das Spiel denn wirklich dann aussieht in bewegten Bildern und wie es sich vor allem fährt. Tja. Pech gehabt. Müsst ihr noch ein bisschen länger warten. Oh, du bist so gemein. Ja, jetzt kommt erstmal die Werbung. Sadist! Ja, Macht ist nur dann cool, wenn man sie ausnutzen darf. Bitteschön.
ein bisschen lang warten müssen, bis es dann endlich losgeht mit Flatout Ultimate Carnage, unserem Thema der Woche heute. Ja. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt mal Gas und starten direkt los. Insofern denn die Ladezeit, die wir gerade versuchen zu überbrücken und die auch während der Werbung übrigens schon die ganze Zeit geladen hat, hoffentlich in der Finalversion noch ein bisschen gekürzt wird. Denn wir sehen gerade noch den Ladebildschirm und es lädt extrem lange. Absolut. Also Ladezeiten sind echt ein kleiner Negativpunkt bei Flatout. Ist nervig einfach. Absolut. Aber also, vielleicht wird das in der finalen Verkaufsversion noch ausgewässert. Hier sieht man jetzt schon so ein bisschen mal Überflug über die Strecke. Ja, aber irgendwann kenne ich auch die Strecke, muss ich sagen. Ja. Und ich habe mal gehört, die Xbox 360 hat eine Festplatte. Vielleicht hätte man die auch ausnutzen können. Ja, das macht ja bisher kaum jemand. Wir sind auch jetzt mitten im Rennen hier gerade. Und hier sieht man schon, hier ist ein extremer Gegnerpulk. Erinnert an die Formel 1. Aber während da natürlich alles angesetzt wird, nicht zu crashen, sollte man hier versuchen zu crashen und vor allem auch so ein bisschen was von der Seitenbebauung mitzunehmen. Denn dadurch lädt sich ja der Nitro auf. Ihr seht ja rechts, dass dieser orangene Kreisbalken, der an dem Tachometer quasi zu sehen ist. Und damit gebe ich dann auf Knopfdruck natürlich kurzzeitig Schub. Ich fahre übrigens bevorzugt in dieser Perspektive. Ich auch, ehrlich gesagt. Also ich habe bis jetzt noch nie großartig umgeschaltet. Und, pass auf. Jetzt Gas geben. Ist auch schön, ich finde es sehr befriedigend, wenn du von hinten mit vollem Nitro jemanden von der Spur kickst. Ich finde es sehr befriedigend. Ich schalte mal kurz. Nee, mach ich jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich biete mal an, durch die Perspektiven zu schalten. Aber ich will eigentlich erstmal gucken, dass ich auf der Strecke bleibe einigermaßen. Du kannst halt wirklich alles mitnehmen, was auf der Strecke ist. Ja, was auf der Strecke ist. Es gibt, glaube ich, 4000 oder 8000 Teile irgendwie pro Strecke, die beweglich bzw. mitnehmbar sind. Und wie gesagt, es bringt manchmal auch was. Sprich, wenn man so in den Reifenstapel reinfährt, dann bräuchte man sich gar nicht so wahnsinnig zu ärgern, denn dadurch lädt sich dieser Nitro-Balken auf. Und das ist bei mir zum Beispiel schon passiert. Und deswegen starte ich jetzt mal ein bisschen durch. Ah, hier hätte ich die Zapfsäule mitgenommen. Oder war das der Kollege? Egal, ich fahre hier mal abseits der Strecke. Ah, wurdest du zurückgesetzt, wenn du abseits der Strecke fährst? Ich dachte, das sah jetzt für mich so aus wie eine Abkürzung, weißt du? War es dann aber nicht. Denn die gibt es natürlich auch. Morgana. Ich finde die Physik von dem Spiel auch richtig geil. Die ist definitiv sehr, sehr gut. Nur manchmal finde ich sie ein bisschen zu viel des Guten. Also wenn dir zum Beispiel so ein Baum irgendwie an der Front klebt und der klebt dir halt dann da 2 Minuten lang und der fliegt nicht weg, dann denkst du dir, hä? Ist das eine Kleberphysik oder was los? Ja, das ist, da hast du recht. Das ist manchmal ein bisschen nicht so ganz nachvollziehbar, sagen wir mal so. Was aber im Großen und Ganzen, finde ich, okay ist, weil ich glaube, es gibt bisher kaum ein Spiel, ich kann auch nach hinten gucken, übrigens mit dem rechten Analogstick sollte man vielleicht vermeiden, wenn man es nicht wirklich muss. Was wollte ich sagen? Ach, da bin ich doch eben schon gegengefahren. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Weil hier so viel geht, das hat man, glaube ich, in der Form in kaum einem Spiel gesehen. Ja, absolut. Also, sprich, da gibt es dann Kompromisse, die man halt vielleicht eingehen muss. Gerade in Sachen Rennspiel ist das so. So, jetzt schalte ich mal die Perspektiven hier durch. Es geht mit X. Ja, gehst du auch gleich, okay, schnell mit Y drücken und zurück auf die Strecke transportieren lassen. Die Haubenperspektive haben wir natürlich auch noch am Start. Noch eine, ist cool, aber unübersichtlich. So, das ist die eine Außensicht und hier ist noch eine. Jetzt bin ich schon wieder da. Du wolltest schon wieder die gefährliche Abkürzung nehmen, aber diesmal warst du schlauer. Ich finde auch die KI der Gegner, die hat mich erst wahnsinnig geärgert, aber die sind echt gar nicht dumm. Ja, wirklich. Also die knallen dir mal knallhart rein. Und das Schöne ist aber, wenn ich jetzt auf dem 8. Platz bin, ist jetzt die letzte Runde, da wird es schwer. Aber die bauen vorne ja auch mal richtig geile Unfälle, sodass man dann echt eine realistische Chance hat, sich vorzukämpfen. Ja, kämpfen natürlich auch gegeneinander. Also nicht nur gegen den Spieler, sondern die versuchen sich auch gegenseitig irgendwie kaputt zu machen, ist ja klar. Finde ich richtig geil. Ja, das ist echt, muss ich mal sagen. Und es ist natürlich, ich mag es immer gerne, wenn man in der Kurve, wenn man es klappt selten, wenn du da jemanden hinten reinfährst und den so ausdrehst. Genau in dem Winkel, dass du den richtig aushebelst. Ja, das ist fies. Ah, oh, meine Lieblingskurve. Wie oft willst du noch gegen diesen Baumlaster knallen? Wenn du 30 bist, dann nimmt das Ultra-Kurzzeitgedächtnis rapide ab. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, oh, coole Strecke. Muss gleich normal fahren, kenne ich nicht. Und nach der zweiten Runde, oh, coole Strecke. Kenne ich nicht, muss gleich normal fahren. Und dann kommt die dritte Runde, oh, coole Strecke. Kenne ich nicht. Muss ich auch nicht normal fahren. Was ich ein bisschen repetitiv finde, ich weiß nicht, ob das auf dem PC bzw. in anderen Konsolen auch schon so war, ist der Soundtrack. Denn der ist, wiederholt ich weiß sich nicht, oft. Aus wie vielen Songs der besteht, aber ich würde mal so sagen, aus gefühlten 10. Und wenn es so ein 3-Minuten-Rock-Song ist, dann ist er natürlich auch relativ schnell vorbei. Das kann man ja jetzt leicht aushebeln, indem man sagt, ja, wenn du so lange spielst, ist ja klar, dass sich die Lieder wiederholen. Ja. Und man kann natürlich auch
wenn man denn in der Lage ist, einen iPod via USB oder einen anderen MP3-Spieler anzuschließen, das ist ja auch ein schönes Feature der Xbox. Kannst du ja immer deinen eigenen Soundtrack fahren. Ja, genau. Allerdings muss ich sagen, gerade bei so einem Spiel ist der Soundtrack einfach unglaublich wichtig. Also ja, klar, zum Beispiel ja. Burnout hatte auch einen geilen Burnout 3, also das war das letzte Burnout Revenge, genau, das waren die letzten beiden Burnouts, die ich gespielt habe, und die hatten mal richtig geile Soundtracks einfach mal. Das ist, ich will da, wenn ich da presche, will ich geile Mucke haben, und das ist bei Flatout ist das auch ganz gut gelungen. Genau, es sind aber nur zu wenig Tracks. Aber es sind immer richtig gute Ohrwürmer dabei. Liegt vielleicht aber auch daran, dass sie sich so oft wiederholen, und da wird ja oftmals auch das schlechteste Lied plötzlich zum Ohrwurm. Insane wieder Membrane. Ja, genau, so in die Richtung ungefähr. Ja. Nee, ist cool, wir werden es gleich noch ein bisschen weiter zocken. Denn es hat noch vieles mehr zu bieten, vor allem in einem Mehrspieler-Modus, der aber nicht ganz so geil ausfällt. Denn Splitscreen-Action ist aus unerfindlichen kannst du vergessen. Ist schade. Ja, vor allem, weil es gab es bei den Vorgängern. Ja, absolut. Und das finde ich dämlich. Ich meine, man kann online gegeneinander fahren, aber wenn man an stationärer Konsole mit mehreren spielen will, so wie wir das gleich machen, dann heißt es, gibt das Pad weiter und einer kommt nach dem anderen dran. Ja. Macht trotzdem Spaß, aber... Die Entscheidung verstehe ich einfach nicht. Also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Gerade bei so einem Spiel, was ja sehr auf, komm, wir setzen uns mal besoffen auf die Couch und spielen eine Runde Flatout 2, Ultimate Carnage, yeah. Und kannst kein Splitscreen machen. Es ist in der Tat ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, es liegt daran, dass sie es vielleicht technisch einfach nicht hinbekommen haben, die Entwickler. Weil das sieht wirklich gut aus und ich glaube, die hatten schon jede Menge Arbeit, diese Physik, diese ganzen Objekte, diese Formierungen. Und das Ganze noch doppelt. Ja genau, oder mal vier. Ich glaube, da hätten sie vielleicht solche Abstriche machen müssen, wäre nicht so geil gewesen. Aber egal, wir kommen jetzt mal wieder zu was ganz anderem. Denn die E3, wie du ja weißt, ist vor ein paar Wochen gewesen. Ja. Sie war auch sehr spannend. Ja, für manche. Ja, du als PCler verstehst. Für manche. Die E3 wird übrigens von so Insidern oder von Leuten, die da waren, liebevoll als E3 bezeichnet, weil, also E im Sinne von, was ist letztendlich Neues? Announced worden. Gut, Neues gab es nicht viel, aber es gab sehr qualitativ hochwertige Titel, zumindest im Konsolenlager, speziell bei der 360. Ja. Und wir waren ja auch mit dem Team vor Ort und die haben nach der Microsoft-Pressekonferenz mal so ein paar Stimmen eingefangen, wie denn die versammelte Journalistenprominenz, nenne ich es jetzt einfach mal großkotzig, darauf reagiert hat, was Microsoft so zu bieten hatte. Und was sie zu sagen haben, das sehen wir jetzt gemeinsam. Das Aufregendste, was ich heute gesehen habe, war definitiv Halo 3. Ich denke, alle Leute hier hatten diesbezüglich hohe Erwartungen. Microsoft sagte ja schon zu Anfang der Konferenz, dass sie nur über Spiele sprechen werden, die zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Dann zeigten sie Halo 3 und es sieht fantastisch aus. Wir sahen bis jetzt meistens nur was zum Multiplayer-Modus, selten was von der Einzelspielerkampagne. Davon haben wir heute Abend endlich einige sehr nette Eindrücke bekommen. Assassin's Creed sieht super aus, Splinter Cell Conviction, Call of Duty 4. Schwere Frage. Eine Menge von dem Material kannte man ja schon. Die Spiele kommen ja alle auch noch in diesem Jahr. Aber ich würde sagen, dass der Resident 5 Teaser mein Highlight war. Das Überraschendste waren die Disney-Filme. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich schaue mir auch gerne Filme den Xbox Live Marktplatz an. Mein Highlight war aber die Ankündigung, dass ein Shooter von Epic für den PC erscheinen wird. Erstmal war es klasse zu erfahren, dass sämtliche vorgestellten Titel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. So sehr ich die letztjährigen E3s mochte, aber es gibt nichts Schlimmeres, als mit Titeln gequält zu werden, die vielleicht in den nächsten 6 Monaten erscheinen, vielleicht aber auch gar nicht. Eigentlich bin ich nur hier, um die fantastischen Spiele zu sehen, sie in Bewegung zu sehen und zu wissen, dass sie nicht allzu ferner Zukunft veröffentlicht werden. Das war für mich das Beeindruckendste. Und für mich ist das die Kombination aus all dem auch bezüglich Windows. Es ist ja nicht zwingend notwendig, eine bestimmte Konsole zu besitzen. Du kannst auf dem PC spielen, auf der Konsole. Das macht keinen Unterschied mehr. Firmen sind jetzt in der Position zu entscheiden, unterstützt du Microsoft, kannst du dein Produkt gleich auf mehreren Plattformen vertreiben. Ich kann auf meiner 360 gegen ihn auf dem PC spielen. Wir kämpfen gegeneinander und haben einfach eine Menge Spaß. Ich muss mich nicht mehr für eins von beiden entscheiden. Ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass die 360 Marktführer ist. Diese Verkaufscharts lügen nicht und Microsoft hat auch bewiesen, dass sich das mit diesem Lineup so schnell nicht ändern wird. Auch nachdem die PS3 und die Wii erschienen sind, zeigen die Zahlen, wie Peter Moore sagte, dass die meisten Spiele für die 360 verkauft werden. Selbst jetzt, wo die Wii und PS3 draußen ist. Dann schaut man auf das Lineup, das bis Weihnachten erscheint. Es kommen einfach wahnsinnig viele Spiele auf den Markt. Die anderen Konsolen haben eine schwierige Aufgabe vor sich. Die Frage ist doch, wofür bekomme ich die meisten Spiele? Und wenn man von Konsolen spricht, muss man den Hardcore sowie auch den Casual Gamer einbeziehen. Da hat die 360 einfach die Nase vorn.
Boah. Tja, wenn man nur die Spiele sieht, dann hat man das Gefühl, 360 geil, also es geht wirklich kaum mehr. Also ich bin absolut überzeugt davon, vom Software-Line-Up der 360, was da jetzt so kommt. Aber irgendwie ist die 360 auch so ein bisschen die Konsole der gemischten Gefühle. Denn es gibt ein, wie soll man sagen, ein Flackern, was kaum jemand mehr fürchtet als 360-Besitzer. Und das ist der Fall, wenn drei rote Lämpchen aufblinken. Dann sieht man nämlich den sogenannten Ring of Death. Und das heißt, die Konsole ist kaputt. Man muss sie einschicken und hoffen, dass sie irgendwann zurückkommt. Das war vor 2 Wochen, glaube ich, mein Aufruf an euch. Was sind eure Erfahrungen mit dem Ring of Death? Habt ihr schon welche? Hoffentlich nicht. Und wenn ja, wie waren sie so mit dem Kundenservice? Was haltet ihr von der neuen Garantiepolitik? Und ihr habt mir reichlich geschrieben. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen zu einem Thema wie zum Ring of Death. Hast du den schon gesehen? Du bist jetzt ja auch relativ frisch gebacken da dran. Ja, ich hatte Gott sei Dank noch keine Erfahrung mit dem Ring of Death persönlich, aber ich hatte einen Kumpel, der eine 360 hat, den habe ich auch hier in Köln kennengelernt und der hat eine 360 direkt am Release gekauft und hat sich jetzt schon 3-mal diese 360 einschicken müssen. Ey, das ist übel. Und das ist scheiße. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, du hast keine Probleme bisher, ich habe auch noch keine, aber du kennst jemanden, der die Probleme hatte. Das deckt sich mit eurem Feedback, denn es geht wirklich von super, überhaupt kein Problem, ich bin Erstkäufer und immer noch zufrieden, bis ich habe sie gestern gekauft und sie ist schon kaputt gegangen und ich musste sie in den Service geben. Und stellvertretend für die Leute, man soll ja mit dem Guten anfangen, die keine Probleme haben, ist zum Beispiel der Tobias, der ist Erstkunde und sagt, hi lieber Colin, ich hatte bisher keine Probleme mit meiner 360 und ich habe sie schon seit dem August 2006. Ich bewege sie auch oft, weil ich mit meinen Freunden jeden Monat eine LAN mache. Das Problem ist, es gibt ja immer viele Theorien, woran liegt es? Ist es vielleicht sinnvoll, das Ding gar nicht zu bewegen, weil je weniger Bewegung, desto weniger Abnutzung. Aber er hat keine Probleme und seine scheint sehr robust zu sein. Ich finde es, also das Thema mit der Bewegung, da kann ich auch wieder ein Gegenbeispiel bringen. Ich bin vor kurzer Zeit umgezogen, wie du weißt, mein lieber Colin, meine neue Wohnung. Und ich habe meinen Schrank ausgeräumt, wo meine 360 drin steht. Und dieser Schrank ist mir aus Versehen umgefallen und die 360 frontal, zack, volle Kanne auf den Boden. Die läuft immer noch wie geschmiert. Also es gibt da überhaupt keine Probleme. Also okay, das war schon ein Extremfall. Ich hatte auch wirklich Angst und wollte auch nicht den Einschaltknopf drücken, weil ich halt Angst habe, dass mir drei rote Lämpchen den Tag verderben. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich hab das einmal angeschaltet, als ich sie neu hatte und sah plötzlich 4 rote Lampen und dachte, oh Gott, das ist der Ring of Death. Aber 4 Lampen bedeuten ja nur, du hast kein Bildkabel angeschlossen. Aber glaubst du jetzt mal im Ernst, dass Microsoft das mit Absicht so programmiert hat? Nein. Die haben doch, wie viel haben die? Die müssen jetzt 1 Milliarde mehr reinbuttern, um diese neuen Garantiegewährleistungen überhaupt umsetzen zu können, die sie gemacht haben. Also für die ist das momentan ein gigantisches Verlustgeschäft, dieses ganze Problem. Also wenn das Absicht ist, dann ist das die aus marketingtechnischen Gründen absurdeste Entscheidung, von der ich jemals mitbekommen habe. Nein, aber ich meine, die Art und Weise, wie dieser Fehler zum Vorschein kommt, also diese 3 Lämpchen, wenn irgendwas passiert, dann blinken 3 Lämpchen, oder wie? Das bestimmt, klar. Das ist so ein Ding, wenn komplett Systemabsturz, wenn das Ding im Arsch ist, dann heißt, jetzt blinken 3 Lampen. Okay. Und das Ding ist kaputt. Und damit haben auch einige Erfahrungen gehabt. Zum Beispiel der Dennis. Der schreibt mir, hallo Colin. Ich war damals am Erscheinungsdatum der 360 einer von vielen Verrückten, die um Mitternacht vor dem Händler des Vertrauens angestanden haben, um die Konsole in Empfang zu nehmen. Daher habe ich mit ängstlichem Blick auf den Ring geschaut, weil immer mehr Besitzer der 360 den Todesring gesehen haben. Eines schönen Tages hat es dann auch mich erwischt. Es leuchtete mir pulsierendes rotes Licht entgegen. Dann habe ich sofort beim Kundendienst angerufen. Das Gespräch mit dem Herrn verlief sehr freundlich und kompetent. Zwischen dem Abholen und dem Zurückbringen verging gerade mal eine Woche. Andere hatten nicht so viel Glück, wie man zuhauf lesen konnte. Freunde von mir ist es leider auch passiert, dass die 360 zugrunde ging. Ich hoffe, den Ring of Death nicht nochmal leuchten zu sehen. Das ist jetzt, glaube ich, jemand, der den Idealfall erlebt hat. Er hat zwar eine kaputte Konsole, aber einen guten Kundenservice. Und den haben nicht allen. Zum Beispiel der Gotthard. Der ist hochgradig frustriert, weil seine Erfahrungen mit der Microsoft-Kunden-Hotline nicht ganz so gut sind. Er schreibt mir. Hallo Colin, der Microsoft-Support ist wirklich eine Frechheit. Seit einer Woche versuche ich schon jemanden zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Ständig komme ich nur in die Warteschlange und muss mir dieses extrem langweilige Lied und die ewig langen Ansagen anhören. Dabei wollte ich nur wissen, wo meine Konsole bleibt. Sie ist seit 24 Tagen in Reparatur und es sieht nicht danach aus, als ob sie bald wieder zu mir kommen wird. Sollte die Konsole endlich mal kommen und wieder kaputt gehen, werde ich sicher nicht den Reparaturservice von Microsoft verwenden. Da bezahle ich lieber für die Reparatur, als so lange zu warten und mein hart gespartes Geld beim Versuch, den Reparaturservice zu erreichen, zu verschwenden. Das ist übel, aber es gibt noch eine Steigerung. Es geht noch schlimmer, absolut, natürlich. Jetzt kommt nämlich der Moritz. Aber ich hoffe, Moritz, du bist die absolute traurige Ausnahme. Das hoffe ich in deinem, in unser aller Sinne, hoffe ich das. Denn er hat Folgendes mir geschrieben. Jetzt bin ich gespannt. Ich wollte zum Thema Microsoft verlängert Garantie auch nochmal was hinzusteuern. Ich finde es grundsätzlich gut und würde mich sehr darüber freuen. Nur muss man leider sagen, dass die Reparatur sehr langsam vonstatten geht. Ich hatte gestern mein 4-monatiges Jubiläum. Was? Und
Die Hotline hat eine neue Ansage. Man soll, wenn man weniger als 25 Werktage wartet, aus der Leitung verschwinden. Naja, diese habe ich natürlich schon lange rum. Man sagt mir auch jedes Mal, dass meine Reparatur höchste Priorität hätte und dass sie in den nächsten Tagen, Zitat, rausgehen würde. Das höre ich jetzt schon seit mehreren Wochen an. Also wieder mal nicht mehr als eine Lüge zum Vertrösten. Naja, jetzt werde ich wohl eine Wiedergutmachung bekommen. Perfect Dark Zero. Dumm nur, dass man mir seit meinem Systemcrash schon 28 Euro für Xbox Live abgebucht hat, was sie nach ihren Versprechen ja schon lange nicht mehr machen. Und man das Spiel schon für 8,90 Euro bei Amazon bekommt. Da ist wohl wirklich nicht von Wiedergutmachung zu reden. Das ist natürlich heftig. Das ist einfach, das ist natürlich nochmal das, also ich würde mal sagen, von dem, also es gibt die Idealfälle, es gibt die Mittelschlimmfälle und es gibt die Katastrophen und das gehört zu den Katastrophen, absolut. Ja, also. Aber ich würde jetzt mal sagen, um da die zur Ehrenrettung herbeizueilen, nach all eurem Feedback ist das wirklich die extremste Ausnahme gewesen. Okay. Also es, mindestens die Hälfte von euch, die das Problem mit dem Ring of Death hatten, haben sehr, sehr gute Service mit dem freundlichen und schnellen Kundenservice gemacht. Ich habe auch von einigen das persönlich schon gehört, dass es sehr, sehr gut gelaufen ist. Trotzdem schade, dass es solche Ausreicher gibt, aber vielleicht haben die ja selber nicht damit gerechnet, dass es eine so hohe Ausfallquote gibt. Ja, man hört es ja immer wieder. Ja, leider. Aber vielleicht ist das Thema ja bald vorbei, denn es gibt ja Gerüchte, die sagen, es gäbe da dieses Falcon-Update, das vielleicht kommt. Und dann wird diese offensichtliche Überhitzungsproblematik nicht mehr dazu führen, dass die Konsole kaputt geht. Ja, gut, genug der langen Rede. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in die Werbung, nehmen einen köstlichen Schluck von unserem wunderbar leckeren Erfrischungsgetränk, zocken gleich noch ein bisschen weiter und vielleicht haben wir noch ein paar andere schöne Sachen für euch. Bis gleich. Vielleicht. Nachdem wir jetzt so extrem viel pausiert Party-Time! Gesammelt haben, genau, Party-Time, du sagst es schon, denn Flatout Ultimate Carnage, unser schönes Thema der Woche, hat einen tollen Party-Modus und den würden wir jetzt, würde ich mal sagen, direkt mal anwählen. Es gibt verschiedene Events, verschiedene Minispielchen, die es da zu bewältigen gibt. Wir nehmen jetzt einfach mal den leichtesten Modus, das sieht nach einem Sechserpack aus und wir starten einfach mal und erwarten freudig und gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wieder die lange Ladezeit, auch hier. Nervig, unglaublich nervig, also wirklich, also auf dem PC ist es nicht mal ansatzweise so lang, aber ich finde das hier auf der 360 ja echt eine Zumutung. Also lange Ladezeiten ist das Schlimmste, was mir passiert. Weißt du, wo ich die längsten Ladezeiten meiner bisherigen Spielekarriere gehabt habe? Herr der Ringe, die Gefährten auf der Xbox. Das hast du gespielt? Das habe ich gespielt. Okay, dann möchte ich nicht weiter über dieses Thema reden, denn so gut fand ich das Spiel nicht. Also ich muss es damals testen. War schlecht, natürlich war es schlecht, aber die Ladezeiten waren ein Albtraum auch noch dazu. Absolut, ja. Also das, ich habe es, glaube ich, auf der PlayStation 2 gezockt. Ich kann mich aber gar nicht mehr so erinnern an die Ladezeiten. So, wir haben jetzt das erste Minispielchen. Hier geht es darum... Kannst du mir kurz die Steuerung erklären? Du gibst Gas mit X. Nein! Wie dieses Verringen. Du gibst Gas mit X. Mit dem rechten... Nicht, dass man sagt, ich würde dich übervorteilen wollen hier. Ja. Mit dem rechten Analogstick. Und dann drückst du... Das habe ich jetzt gedrückt, glaube ich, um den Dummy abzufeuern, okay, in der Zone. Okay. Ja, ich verstehe. Stunt fortsetzen, ich glaube, jetzt bist du dran oder darf ich noch einen? Ja, ich bin dran. Es gibt das Pad weiter. Ich weiß auch nicht, warum man hier nicht einfach zwei oder drei oder vier Pads unterstützt. Mag daran liegen, dass man auch mit bis zu 8 Leuten, glaube ich, spielen kann. Let's go! Ja, gib ordentlich Vollgas. Ja, es kommt diese kleine Wackelei hier, die mich fast in den Tod gekostet hätte. Ja, wow. Genau, der Winkel war jetzt extrem flach. Okay, der war zu niedrig, aber ich habe die Mechanik dieses Modus durchschaut. Man muss durch die Ringe kommen. Hast du den noch nie auf dem PC gespielt? Natürlich habe ich den Modus schon auf dem PC gespielt. Ja, gut, dann zur Ehrenrettung. Wunderbar. So. Und das ist echt wieder
saucooler Modus. Das ist eine nette Dreingabe auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und vor allem hier kommt diese Ragdoll-Physik, finde ich auch richtig schön zum Tragen. Also wie die Dummies da fliegen und juhu, den Abgang vor. Scheiße! Das geht natürlich jetzt gar nicht, aber... Nee. Herr Kolinski! Gar nicht so schlimm. Und dann geht er down! Ah, so ein klein, man kann auch so einen kleinen Push geben mit A. Ja, habe ich es verrissen, habe ich es verkackt, aber mit diesen zwei Ringe mitgenommen. Ja, sehr cool. Mal schauen, was du sehr cool. Ausmachst. So, jetzt muss ich die Ehre retten hier. Ach, die Ehre, die Ehre. Bin überbewertet. Ja, natürlich Ehre. Ich mach's mal anders, ich gebe ja mal weniger Gas und ja, genau. Ehre ist was für Schlägertypen. Und? Oh. Ja, der war, oh ja, der sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt, wenn du A drückst, genau, dann gibst du den kleinen Push. Oh ja. Damit ziehst du punktmäßig natürlich gut nach vorne. Batsch! Und da liegt er. Hm, da bleibt es. Komm. Ah ja, Entschuldigung. Pardon. Mensch. Ah, du liegst jetzt vorne, weil du hier einen wunderbaren Stunt hingelegt hast. Ich mach, glaube ich, zu große Lenkbewegungen in dieser Kurve hier. Wolltest du dir nachmachen gerade? Ja, ja. Aber es gibt halt nur das Original. Der Rest sind alles Kopien. Jetzt aber! Oh, ja. Nein, nicht wieder oben in die Planke, verfluchte Hund. Ach, meine Güte. Wie willst du jetzt sagen, Lumpenmann, Hundemann? Ja, ich hab schon alles von dir gehört. Mir lag Hundekacke auf der Zunge. Also nicht ja, wörtlich, sondern sinngemäß. Gut, dass du es nicht gesagt hast, Colin. Genau, sowas wollen wir ja nicht. Ich muss ja sehr auf meiner, wie soll ich sagen, auf mein Vokabular achten. Das ist ja, gerade um die Uhrzeit. So, auf geht's. Ich als Ehrenfelder Gossenkind, ich bin da anders gewohnt. Oh, der ist zu niedrig. Ah! Ja, sehr gut. Sechs jetzt, Punkte. Wasser. Ach, dafür gibt's ja noch die... Bam. Plus 50 Punkte. Das tut mir in der Seele weh. Na, mal schauen. Vielleicht habe ich letztens im Street Fighter 2 vernichtet. Ja. Und jetzt auch im Flatout 2. Mein Gott, kannst du nicht von meinen Jugendsünden hier überlegen. Nee, wollen wir natürlich nicht. Es wird jetzt auch noch gespeichert, aber zum Glück ja nur Player 1 und Player 2. Ach so, also man kann die Namen noch verwischen. Mhm. Hoffen wir mal, dass die Ladezeiten kürzer sind, als die Zeit, die uns jetzt bleibt, um vielleicht noch ein weiteres Minispiel zu zocken. Aber ich habe da irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Wirklich? Hast du es im Knie? Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht immer über die Ladezeiten lästern. Ich meine, wer Spaß hat, man kann ja auch gerade, wenn man eine Party macht, kann man dann einfach sagen, ich hole mir jetzt ein Bier, ich gehe aufs Klo, bestelle mal Pizza, gehe auf den Balkon rauchen. Ja, es lohnt sich. Kannst du mehr als ein Bier holen. Kannst du anfangen zu kochen und Schweinebraten drehen. Und du kannst vor allem Altglas wegbringen, damit die ja, nicht ganz genau. So chaotisch du kannst aussehen. Die Flasche kaufen, austrinken und den Pfand wieder zurückholen. Genau, das kannst du während der Ladezeit alles machen. Aber wir sind jetzt schon wieder Ladezeit. da wurde die Ladezeit geladen. Ja, also lieber Entwickler Bugbear, wenn ihr vorhabt, das nicht für das Review zu ändern, dann bitte ich jetzt, ihr macht bestimmt Flatout 3, ich bin sicher, dass ihr schon dran sitzt, denn die Zahlen sprechen auf jeden Fall dafür. Dann ist mein Wunsch an euch, ihr könnt alles so lassen, wie es ist. Macht nur bitte einen Splitscreen-Modus und macht kürzere Ladezeiten, das wäre wunderbar. So, jetzt gehen wir aber auch schon in den nächsten Modus, den ich gar nicht kenne, Ski-Ding da oben irgendwas. Ah, doch kenne ich. Okay, jetzt runter von der Rampe, wieder das gleiche Spielchen. Schön. Ein guter Sprung. Ja, aber der Hupp, der ist gar nicht. Guck dir das mal an, vielleicht sogar noch. Ah, ja. Das gibt ein paar Punkte zumindest. Die ist vor allem erstmal zu toppen gilt, lieber Maxi. Ja. Den einen machen wir noch und dann müssen wir, glaube ich, auch schon wieder zum Ende kommen. Wow. Okay. Du machst es. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen flach. Nee, der ist sogar... Ah. Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ah, du hast 280 und ich habe 277. Nein. Ganz knapp. Haben wir einen Putt. Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Ja. Denn ich finde das eigentlich nur ausgleichende Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nennst du das. Okay. Ja, nur wenn erst einmal du... Wir dissen uns ja gerne mal bei Games, aber hier ist das was anderes. Hier sind wir in Harmonie. Hier ist kein Tisch zwischen uns. Also, stimmt, da habe ich Angst vor dir. Er ist nämlich ein berüchtigter Kampfsportler. Aber egal. Ja, klar. Ein dämliches Thema, das wir jetzt gar nicht ansprechen wollen. Ich weiß, es ist dir relativ unangenehm. Aber was dir nicht unangenehm ist, bestimmt mit mir jetzt mein Trailer der Woche, beziehungsweise unseren Trailer der Woche. Wir sind ja neuerdings hier. Ist das... Genau. Und was der gute Maxi mit meinen könnte, wissen vielleicht einige andere nicht. Denn jetzt kommt Opulenz in HD-Optik für euch. Um was es sich handelt, ihr werdet sofort selber rauskriegen. Bestimmt alle. Viel Spaß.
Das ist natürlich jetzt, das ist eine Panne, aber das ist ja wie live. Komm, das ist ja hier alles live. Wir müssen ja alles on the fly korrigieren. Wir sind ja von einer Tagesaktualität, die manche Leute da draußen vielleicht erschrecken könnten. Deswegen können wir uns nicht immer alles so perfekt ablaufen, wie wir eigentlich sind. Genau. Können wir nicht immer machen. Leider. Es ist Star Wars Unleashed, haben vielleicht einige von euch schon erkannt, am Geschmack sozusagen. Ja. Aber es fehlt leider der Ton. Da ist irgendwas schiefgegangen und ich verspreche auch, das zu beheben, denn der Trailer ist wirklich super. Und spätestens nächste Woche werden wir uns das ganze Ding mit Sound normal angucken. Absolut. Denn es lohnt sich. Aber wir können auch die Zeit nutzen, den Putt, den wir eben rausgespielt haben, vielleicht noch zu einer eindeutigen Entscheidung, zu deinen oder zu meinen Gunsten umzuwandeln. Wir springen noch ein bisschen weiter. Flatout Ultimate Carnage ist, glaube ich, auch gar keine so schlechte Alternative eigentlich. Nee. So. Jetzt geht's los. Ich bin wieder am Start hier mit meinem zweiten Sprung von der Schanze. Go call it. So, go jetzt call geben wir noch ein bisschen it. Gas. Das war zu früh. Das war leider zu früh. Würde ich nicht sagen. Würde ich überhaupt nicht sagen. Du kleiner Schlingel. Das war gut. Das war gar nicht so schlecht. Oh, ich bin sogar. Was hattest du? Kriegen wir irgendwie geile Extrapunkte? Du bist. Das war gut. Ich weiß, ich könnte mich jetzt. Nee, ich lehne mich noch nicht siegessicher zurück. Moment. Nee. Doch, ich lehne mich doch siegessicher zurück. Na, geht's wenigstens über die Buchstaben? Ja. Über die Buchstaben. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. War auch nicht so schlecht. Der war sogar richtig gut. Also nicht gut genug für mich. Okay, aber er war gut. Gut ist relativ. Hätte ich jetzt aber echt nicht mitgerechnet nach der Eieraktion, die du da abgefahren hast. Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ich das auch nicht. Aber egal, es wird sich jetzt alles entscheiden. Ah, du hast, glaube ich, gerade die Wiederholung gestartet. Ah, kann man sich natürlich angucken, ja, das ist hier. Eine Sache. Wollen wir aber gar nicht. Nee. Yay. Ah, komm, gucken wir uns die nochmal an. Das sieht aber cool aus. Das sieht, genau, hier sieht man das mal. Diese wunderbaren Dummies, die da durch die Gegend pflanzen. Splash. Tabusch, aber nicht gut genug, um es sich weiter. Oder wie würdet ihr sagen, Consoleros? Zabotti. Zabotti, genau. Zabotti. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, denn ich kenne die alle gar nicht. Ich weiß, es gibt noch Dartwerfen, es gibt noch Bowling. Bowling gibt's, es gibt auch noch den Modus, wo du quasi auf einem Footballfeld bist und du mit deinem Auto diesen Footballspielern ausweichen musst. Oh, das klingt, als ob da wieder fahrisches Können verlangt wird. Ja. Ah, dann hoffe ich mal, dass er jetzt nicht kommt. Ja, hoffe in ich deinem auch Interesse, nicht. Selbstverständlich. Hoffe ich auch nicht. Denn du hast ja noch keinen Führerschein. Aber ich glaube nicht, dass er mir wirklich hilft. Nee, gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also mir kann ich nicht beurteilen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weil. Ach, das ist Blödsinn. Ich glaub, kann da keinen Kontrast herstellen. Ja, ich glaube nicht mal, wenn man mit dem Lenkrad fährt. Also, das ist, glaube ich, sowas. Immer mal wieder wird ja bei jeder neuen Konsolengeneration gibt es Sendungen wie zum Beispiel Stern-TV, wo dann prominente Fahrer eingeladen, wie Michael Schumacher, und die dürfen dann, und das kenne ich seit PlayStation 1-Zeiten, mit einem Lenkrad fahren und dann sagen, ist das echt? Und bisher haben sie immer nur gesagt, ja, es ist toll, und dann, wenn das Mikro zu war, ist es aber nicht echt. Deswegen, ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir wirklich ein richtig ordentliches Fahrgefühl haben. Aber hier lohnt es sich eh nicht. Oh, jetzt kommt Bowling. Da habe ich dem guten Felix, der hat das Ganze ja schon mal bei Games gemacht, mal über die Schulter geschaut. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was man jetzt machen muss. Lesen wir doch mal durch. Nehmen Sie den Kugel möglichst eng, um Kugeln auszuweichen. Ja, so lange jetzt weiß ich, warum die Ladezeiten so lang sind. Damit du die Beschreibungen durchlesen kannst. Das ist auch manchmal eigentlich ganz praktisch. Ja. Aber leider, jetzt gerade brechen sie natürlich so schnell ab, dass man vielleicht gar nicht alles gelesen hat. Ich fahre jetzt einfach mal los und gucke, was passiert. Muss jetzt wieder jemand schleudern, denke ich mal, ne? Nehmen Sie die Kurve möglichst eng. Okay. Colin! Ah, im Prinzip wieder das gleiche Spielchen. Jawohl, wenigstens. Eine. Wenigstens. Zwei. Besser als nichts. Aber auch, aber auch schlechter als gut. So, jetzt pass auf. Burn, baby. Aber ich ist mein zweiter Wurf, den du gerade machst, sehe ich gerade. Ach so. Ja, mach weiter, komm. Ja, da willst du gut landen. Das ist dein Hier Wurf. Hier gelten natürlich andere Regeln. Hast du nicht so gut gemacht, wie ich es mir gewünscht hätte, aber... War ja dein Wurf. Ja. Hat er euch. Nee, jetzt darfst du, jetzt. Darf ich fertig machen? Wollen wir wieder okay, hier okay. Die korrekte Abfolge doch beibehalten. Jetzt kommt Player 2. Jawohl. Okay. Also ich. Genau, man hat ja immer zwei, das ist wie quasi beim echten Bowling. Okay. Ja, sorry, habe ich nicht begriffen. Nee, ich ja auch nicht. Ich habe ja das Pad sogar abgegeben. Mein Gott, wir sind so unglaublich höflich zueinander, ne? Ja. Dass wir uns schon entschuldigt haben. Wir sind auch Freunde, wenn wir es so sehen wollen. Aber bei Games kommt das ja nicht so rüber, weil bei uns im Vertrag steht der PC und Konsolitas müssen sich hassen. Ich wollte gerade sagen, in
Oh, das könnte auch eine schöne Punktlandung geben. Ja, nicht schlecht. Einen, exakt. Sehr guter, einen. Sehr, sehr guter. Vielleicht einen. Kannst du es ja noch toppen jetzt. Yes. Jetzt pass auf, jetzt nehme ich zwei mit. Nehme ich mich volle Breitseite reinschmeiße. Ich bin mal gespannt, gleich geht es ja in ein paar Minuten hier weiter mit Games. Ja. Ob wir uns da mögen werden oder nicht. Das entscheiden wir mal spontan. Das entscheiden wir spontan. Wir werfen immer eine Münze. Können wir uns leiden? Ja. Kopf, wenn nicht, zahl. Ja, ein guter Wurf. Mama, Mama, geh runter. Nein! Yeah! Ja. Drei, vier! Insgesamt drei. Vier? Nee. Komm, doch, drei. Komm. Nee, du hast schon vier. Du hast vier umgekippt. Das macht vier insgesamt. Vier und vier, wir sind schon wieder irgendwie. Ah, nee, bleib stehen. Okay, zum Ende. Fall jetzt um! Kann ich nicht irgendwie das Pad hier rücken lassen? Der umfällt? Nee, der fällt nicht mehr um. Das ist jetzt vielleicht wieder so eine Physik, die ein bisschen besoffen. Schade, aber eigentlich doch auch wieder ganz schön. Gesamt 4 zu 4 wieder. 4 zu 4, eben 1 zu 0, dann 0 zu 1. Macht doch insgesamt ein wunderbares Putt. Also ich finde, Flatout Ultimate Carnage ist ein Spiel, ja, dem kann man sich ruhig mal näher annehmen. Wenn es denn dann rauskommt, denn in UK und in allen anderen englischen, europäischen Territorien ist es schon raus. Bei uns ist es noch nicht raus, denn wir haben als Einzige diese speziellen Dummies, damit das Ganze auch die genau. 12er Freigabe bekommt. Aber finde ich auch nicht schlimm. Also, es gibt Leute, die sich darüber wahnsinnig aufregen, dass da keine bekleideten Puppen in den Cockpits sitzen. Also ist das eigentlich total wurscht. Ja, mein Gott. Also ganz ehrlich, das ändert ja am Spielspaß irgendwie gar nichts. Gar nicht. Egal! War auf jeden Fall eine schöne Sache. Maxi, wunderbar, dass du dabei gewesen bist und mit mir gezockt hast. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, gleich werde ich auch dich wieder ein bisschen anschreien und du mich anschreien, denn wir wollen irgendwie den Eindruck erwecken, dass das alles nur eitel Sonnenschein wäre hier bei 360. Aber mal gucken, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Nächste Woche ein neuer Gast, nächste Woche ein paar neue Spiele und auf jeden Fall Star Wars Unleashed. Yeah! Insofern bleibt mir bitte treu. Wir sehen uns nächste Woche und gleich. Macht's gut. Ciao. Tschüss.